Ja, hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Gameplay wieder mit World of Tanks. Und wie ihr seht, ich sitze tatsächlich diesmal selbst im Panzer. Und zwar spiele ich im Zug mit dem Dagpo 510 und dem Panzer 1603, den Excelsior. Der Dag hat den auch. Und wie ihr seht, Panzer 1603, sprich der Mario, der hat den Churchill 3 und zwar in der Street Fighter Optik. Und wir sind hier auf der Karte Ensk und es wird ziemlich spannend, denke ich. Ich habe auch jetzt mal kurz das Ganze gestoppt, weil ich mir noch ein bisschen was erzähle zu diesem Panzer. Es ist ein Tier 5 Premium Panzer der Briten. Er wurde mir von Bleeding geschenkt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Und ich habe dabei 39 Schuss panzerbrechende Munition mit einem Schaden von 110 und einem Durchschlag von 91, 20 Hardcam-Geschosse mit gleichem Schaden und einem Durchschlag von 144, 5 HE mit einem Durchschlag von 38 bei einem Schaden von 175 und einem Wirkungsbereich von 1,06 Meter und auf der 4 kleines Erste-Hilfe-Paket, Ersatzteilkiste und auf der 6 ein automatischer Feuerlöscher. Eingebaut habe ich eine Ansitzer, ein Lüfter und ein Waffe-Richtantrieb. Wir haben uns während dieses Gefechtes am Start besprochen, was tun wir, was machen wir, und haben uns entschieden, dass der Duck und ich über die rechte Flanke, also hier über die Nullerlinie fahren und der Mario in die Stadt, um in der Stadt zu unterstützen. So, und jetzt lass ich es mal weiterlaufen. Natürlich hat man als Top-Tier eine gewisse Verantwortung. Sind hier auch Dreier am Start und auch ein M3D sehe ich hier im Gegnerteam. Bei uns ist es ein Panzer 4D, eine SAU-40. Wenn man sich den OI-Experimental anguckt, ein riesen Drum. Ich habe ja in der Gefechtsbeschreibung YouTube reingeschrieben, Dagpo in tödlicher Mission. Schauen wir uns mal an, was ihr denn so eine Aktion hier vor sich hat. Ich muss hier auch erwähnen, der Dagpo spielt den Excelsior sehr gut. Der geht mit dem teilweise ab wie Inception. Wackelt im Rumpf hin und her, dass der Gegner abprallt. Habt ihr schon ganz tolle Gefechte mit ihm erlebt. Und ihr seht jetzt gerade hier, was im Zentrum passiert. Es sind hier viele Gegner am Start. Und wir haben jetzt den ersten Kontakt mit einem Panzer 1C, der natürlich versucht, uns aufzuspotten. Und der Duck, der setzt sich natürlich wie ein Bluthund auf seine Pferde. Und jetzt seht ihr, dass der KV-1 uns natürlich gesehen hat. Und ich mache jetzt was, was eigentlich sinnlos ist. Und ich muss auch hier die Kritik an mir selbst üben. Ich schieße einem KV-1 mit normaler Standardmunition. Wir erinnern uns, das waren 91 mm Durchschlag auf den Turm. Selbst mit der Hardcan-Munition wäre das wahrscheinlich sinnlos. Und ich treffe nicht einmal. Grandios, oder? Und kriegt natürlich gleich die Quittung, die habe ich auch verdient. Ich krieg nämlich einen Treffer rein. So, jetzt haben wir hier T34. Der ist offen. Ich kann auch nicht wirken. Und wenn wir uns jetzt nach links orientieren, dann seht ihr, dass der Duck hier schon zusammengeschossen wird. Und der arme Kerl platzt auf. Also, das war die tödliche Mission. Der Duck ist hier am Anfang des Gefechtes noch keine 2 Minuten vorbei rausgenommen worden. Ja, das ist übel. Man hätte es vielleicht vermeiden können, wenn er hier nicht so forsch nach vorne gebrecht wäre. Aber wie ihr wisst, hinterher ist man immer schlauer. Und mir ist das auch schon passiert. Und dem Mario gewiss auch schon. Und Mario hat gedacht, Mensch,
Ich habe so große Sympathie zum Duck. Jetzt opfer ich mich auch gleich. Er ist nämlich auch schon rausgenommen worden. Und jetzt stehe ich hier allein auf weiter Flur. Ihr seht hier, auf der Seite ist niemand mehr. Ich muss mich jetzt gegen mehrere Panzer gleich behaupten. Da kommt nämlich jetzt der T-34 und KV-1. Ich ziehe mich jetzt zurück. Damit, ihr seht es nur links, damit der KV-1 nicht durchwirken kann. Natürlich die zwei Kakerlaken, die zwei Panzer 1C, die wirken weiterhin auf mich, aber ich muss mich auf irgendeinen Panzer konzentrieren. Und da konzentriere ich mich jetzt auf den KV-1, weil der ist für mich jetzt einfach der gefährlichere Gegner. Und schieße jetzt auf und drauf hier, vorne, auf seinen Schwachpunkt und auf den Fahrerschlitz. Und kann ihn rausnehmen. Und jetzt kann ich mich den zwei Kakerlaken widmen, wobei... Die eine wurde jetzt rausgenommen und er bleibt jetzt hier hängen und ich kann ihn jetzt beschießen und auch rausnehmen. Aber wie ihr seht, der eine Panzer 1C hat mir 111 Schaden zugefügt und der andere 230, das ist übel. Jetzt habe ich noch 192 Hitpoints. So, jetzt... Wir sind noch in der Überzahl, es steht 13:11, im Gegnerteam haben wir noch den OI Experimental und einen Typ T-34. Der T-67, der fährt über die 9er Linie vor an die gegnerische Base. Es gibt zwei Möglichkeiten, er fährt jetzt schnell in die Cap, um den Gegner unter Druck zu setzen, dass sich vielleicht die beiden Gegner trennen, dass einer zurückfährt. Ihr wisst ja selbst, ein dünner Ast bricht mal leichter wie ein dicke. Und macht er es? Nee, er macht es nicht. Obwohl es der Mario, ihr seht es hier, Panzer 1603 reinschreibt. Cap please, er fährt vorbei. Ich will da jetzt nichts Bases unterstellen. Er wollte wahrscheinlich unterstützen, den Gegner von hinten attackieren. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Jetzt werden hier beide Verbündete rausgenommen. Jetzt kommt der OI Experimental dazu. Jetzt wiederum bin ich gerade froh, dass der T-67 jetzt kommt. Er ist offen. Der OI kriegt jetzt einen Treffer von unserem T-67. Und ich nutze die Chance, er ist abgelenkt, schieße ihm in die Seite, bin im Reload und kann ihn mit einem weiteren Schuss rausnehmen. Jetzt kommt aber schon der Typ T-34, da hat die Situation ausgenutzt. Feuert auf mich, ich kann ihm auch einen Treffer verpassen und wird rausgenommen. Ihr könnt euch vorstellen, ich war sehr verärgert. Aber was will man machen? Es ist also so, wie es ist. Jetzt kommt der T-67. Er ist One-Shot. Hat nicht mehr viele Hitpoints. So, er ist offen, er guckt mir zu ihm, er kann ihn, er schießt ihn in Brand, prallt ab und wird rausgenommen. Man hätte es doch noch gewinnen können. Der Typ T-34 hat jetzt mit 26 Hitpoints das Gefecht überlebt. Er hat vermutlich auch eine automatische Feuerlöscher eingebaut gehabt und der hat ihm den Sieg gebracht. Das ist meine Vermutung. Erlaub. Ja. Zumindest ich habe 1923 Schade austeilen können. Ich kriege hier eine Win 8 angezeigt von 5595. Aber die genaue Auswertung, die schauen wir uns jetzt im Detail an. Nun, liebe Zuschauer, man kann nicht immer gewinnen. Niederlage gehören genauso dazu wie Siege. Wenn ich jedes Gefecht gewinnen würde, hätte ich eine Sieg- oder eine Winrate von 100% und die hat, glaube ich, keiner im Spiel. Also sei es drum, es hat zumindest jetzt ein Überlegenheitsabzeichen zweite Klasse gegeben, 4 Mickey Maus Medaille, auf die ich wie immer nicht eingehe, 47.994 Credits, 1445 Erfahrungspunkte und cool headed. 1923 Schaden habe ich ausgeteilt und 4 Panzer zerstört. Im Detail sieht das Ganze so aus, 23 Schüsse abgegeben, 19 haben getroffen, 18 penetriert, Schaden habe ich schon genannt.
159 Treffer habe ich kassiert, 7 haben die Panzerung durchschlagen, 152 sind abgeprallt. Das sind in Summe 1455 Damage. Ein Fahrzeug habe ich gespottet, 6 beschädigt, 4 zerstört, 119 Spotting habe ich noch gemacht, die Basis verteidigt und etwas mehr wie 1 Kilometer gefahren. Verdient habe ich mit Premium Account nichts, nein, im Gegenteil, ich habe 8310 miese gemacht. Das rührt daher, da ich auf den KV-1 und den T-34 mit Hardcan-Geschossen gefeuert habe. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem unterhalten konnte, habe euch vielleicht ein paar Informationen geliefert und würde mich, wie ihr wisst, über Kommentare, Likes und weitere Abonnente freuen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Tschüss!